oder ersten Wochen morgen von St. Georgen. Und das ist mir schon wert, dass wir über das reden, dass wir die vielen Standler begeistern können, haben, dass sie da nach St. Georgen herkommen. Dass wir aber dementsprechend Standler aus den gewerblichen Reihen und bäuerlichen Reihen von St. Georgen da herbringen können haben. Liebe Besucherinnen des Wochenmarktes, des ersten Wochenmarktes von St. Georgen, lieber Freund Karl Ektre, liebe Ehrengäste, es ist super, was soll man da noch sagen? Vorhin war sind wir benannt gewesen, sind der Herr Eckle, der Herr Matern und der Herr Huber mal auf der Gemeinde vorgesprochen und haben gesagt, da haben wir irgendwas in St. Georgen, an Obermarkt, da tut sich nichts mehr, machen wir einen Wochenmarkt. Das hat dann eh kurz, weil es ja dauert. Jetzt im Jänner sind wir uns wieder zusammengesetzt. Naja, und gut Ding braucht Weile. Und ich glaube, es ist gut, dass wir so lange gewartet haben, weil die besten Voraussetzungen für einen Start, es gibt nichts Besseres. Ein wunderschönes Wetter, viel Standler und viel Besucher. Ich wünsche mir, der zweiten Wunsch, dass noch mehr Gewerbetreibende aus St. Georgen die Angst genommen wird, dass St. Bach, das ist nicht Nummer 6, da stelle ich mich her, da kann ich mir, da sehe ich mir was und das ist gut für den Markt. Und ich wünsche mir nur was, dass wir im 5 Jahren wieder da stehen, lieber Karl Eckle, und so feiern können. 5 Jahre Bauernmarkt St. Georgen, wenn uns das gelingt, dann glaube ich, hat das funktioniert. Mehr möchte ich nicht mehr sagen. Danke allen, die was ich da bemüht habe, dass das stattfinden kann und wünsche alles, alles Gute. Thank you.